Ein steiler Aufstieg bei einer steifen Brise erwartet uns hier bei Let's Play Temtem. Ich heiße euch herzlich willkommen zurück, Freunde. Wir stürmen gleich los in die... Action. In die Isabel heißt sie hier. Guten Morgen. Wie läuft das Temtem-Fangen? Ich habe so viele gefangen. Nichts ist besser als eine ordentliche Ladung Temtem, um den Tag zu starten. Ich habe auch einige gute gefangen und will wissen, wie sie sich im Kampf schlagen. Versuchen wir es, ja? Klar doch, ich habe ja auch keine andere Wahl. Wäre doch mal was, eine Möglichkeit, Nein zu sagen. Aber nö, wir kriegen die Kämpfe aufgedrängt quasi. Die überfallen uns ja förmlich damit. Und wir kämpfen gegen Genki. Ihr seht hier, Sandspritzer ist... Ich kann nicht sagen, ob es effektiv ist oder nicht, ne? Weil wir haben die noch nicht gefangen. Also greifen wir einen von denen an. Ah, die sind Wind. Das bedeutet, wir greifen am besten hier normal an mit Picken. So, erstmal Tritt. Und dann Picken. Sehr gut. Und jetzt kommt Gleichstromstrahl von denen. Macht doppelten Schaden auf Tuwei. Und der andere Genki macht Flinkheit. Okay. Ich hoffe mal, dass Genki immer noch schnell... dass unser Tuwei immer noch schneller ist. Ich mache jetzt mal Karateschlag auf den anderen hier. Und verpasse dann allen beiden schrilles Kreischen. So, sehr gut. Das hat gesessen. Und Funke. Okay, immerhin macht er Funken. Und dadurch erhöht er nur seine Spezialangriffskraft. Also Anführungszeichen nur. Und schrilles Kreischen kommt. Pustet alle beide weg. Awesome. Oder sag jetzt nicht... Ah, ich wollte gerade sagen, dass nicht der andere hat doch gerade noch überlebt. Umishi und Umishi. Die sind beide Wasserelementar. Sind noch ein bisschen schwächer vom... ne, wisst ihr was? Wir machen mal hier Tritt. Also vom Level her sind die ein bisschen schwächer. Ich greife mal den hier an und tausche jetzt mal ihn hier aus gegen Loali. Der steckt noch ein bisschen was ein hier. Komm, holen wir mal den raus. Wir werden noch wahrscheinlich ein paar Salben benutzen müssen, um hier durchzukommen, weil wir mit Sicherheit nicht den letzten Trainerkampf hier gekämpft haben. Und wir haben auch keine Temessenz mehr. So, Flossenschlag und Wasserklinge. Oh, wir stecken ordentlich ein. Machen wir nochmal Karateschlag hier. Ich würde mal sagen, wir machen Karateschlag auf den da. Und dann machen wir Urushiol auf den Angeschlagenen. Das sollte eigentlich wegpusten. Sehr gut. So, Umishi 1 wird ohnmächtig. Und der macht hier Wasserklinge auf Loali. Macht zum Glück nur halben Schaden. Also es ist gut, dass er ihn getroffen hat. Machen wir nochmal einen Tritt. Und dann verpassen wir ihm hier noch einmal Urushiol. Das war's dann. Der Tritt alleine war schon genug. Super. Da fängt die Folge doch gleich mega actionreich an. Ich bin wohl besser im Sammeln als im Bändigen. Du hast 101 Panzern gewonnen. Panzern. Okay, weiter geht's. Oh mein Gott, wir müssen hier durch. Habe ich eigentlich noch ein bisschen... komm, wir benutzen jetzt mal ein paar Gegenstände, ein paar Salben oder sowas. Wir haben ja ein paar gesammelt. Und bevor ich Beleber benutzen muss, ne, benutze ich lieber Salben hier. Also geben wir mal Tuwei eine Salbe. Der ist wieder fit hier. Awesome. Und die anderen brauchen erst einmal noch keinen. Weiter geht es hier. Durch. Und da ist schon der nächste Trainer. Ah, das ist ein Bändiger. Ich habe dich nicht im Dojo gesehen. Und ich erinnere mich nicht daran, dich aus der Akademie zu kennen. Du musst also neu sein. Ah, ich jage die Temtem einfach so. Und daran ist nichts falsch. Aber am besten besuchst du trotzdem so viele Studenten in der Akademie, wie du kannst. Man kann eine Menge über das Kämpfen lernen. Das weißt du... was weißt du zum Beispiel über Synergien? Ich habe davon gehört. Dann hör gut zu. Wenn du zusammen mit einem Freund kämpfst, dann ist es sehr wichtig, welche Temtem ihr beiden benutzt. Sehr wichtig. Wenn ihr die richtige Kombination an Temtem nutzt, könnt ihr euren Angriffsschaden massiv erhöhen. Aha. Sagen wir, du nutzt ein Feuer-Temtem. Dein Freund nutzt ebenfalls ein kompatibles Feuer-Temtem. Dann werden die Feuertechniken beider Temtem verstärkt. Wenn dein Freund jedoch einen anderen Typen nutzt als du, klappt das nicht. Synergien können den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage bedeuten. Also solltest du viel über sie lernen und sie zu deinem Vorteil nutzen. Dankeschön. Es war mir eine Freude. Ich liebe es, jungen Bändigern zu helfen. Darum geht es doch beim Teamkämpfen, beim Temtem-Kämpfen. Solidarität und Freundschaft. Und jetzt lasst uns ein wenig üben, ja? Und genau, Freunde, das ist wieder eine kleine Ansage an euch. Solidarität und Freundschaft bedeutet, ihr könnt mit mir gemeinsam zocken. Unten in der Videobeschreibung seht ihr meine Temtem-Thema-ID. Und dann könnt ihr mich gerne anfragen für die Freundesliste. Wir können gerne mal gemeinsam zocken. So. Ukama und... Oh mein Gott. Ich weiß, worauf das hier hinausläuft. Und das gefällt mir gar nicht. Die haben es richtig drauf. Level 10 und Level 14. Also hier müssen wir echt alles geben. Ich würde mal sagen, angeben bringt nicht so wirklich viel.
Puh. Ich versuche mal noch so viel Schaden wie nur möglich anzurichten. Der hier ist gefährlich, Okama. Aber ich mache jetzt mal Calabis platt, weil wir dort ein bisschen was anrichten können hier, weil er nur Level 10 ist. Wasserwerfer. Oh mein Gott, und es hat Smarzy erwischt. Ne, Okamas Hydrologe hat riesigen Schaden verursacht. Wenigstens haben wir Calabis platt gemacht. Das ist super. Und jetzt müssen wir eben einen Ersatz finden für unseren Smarzy. Und ich würde mal sagen, wir nehmen hier Loali mit. Denn ihr wisst ja, der ist Natur und Wind. Ist dementsprechend nicht so anfällig gegen Okamas Angriffe. Und wir haben hier Synergietechniken werden stärker, wenn der Partner einer bestimmten Art angehört. Ne, das wird uns hier nochmal gezeigt. Bringt uns hier leider nicht wirklich viel, weil wir halt keine Synergien haben in irgendeiner Weise. Also machen wir das hier. Und noch einmal Federgatling wäre ein bisschen hart. Aber ich würde gerne das hier machen. Windklinge, das müsste noch reichen. Also verpassen wir alles. Noch einmal Wasserwerfer. Oh, großer, großer Schaden. Aber ihr seht, er hat sich selbst ausgenockt hier. Weil er seine komplette Ausdauer verbraucht hat. Und jetzt können wir frei angreifen, weil er sich ausruhen muss. Machen wir nochmal Urushiol hier. Und dann machen wir nicht schrilles Kreischen, wir beschädigen uns aber nur selbst. Machen wir noch einmal Picken. Picken reicht auf jeden Fall. Der muss sowieso eine Runde aussetzen. Boah, das ist aber voll gesessen hier, diese Runde. Ich werde keinen Beleber benutzen für Smarzy. Wir hoffen einfach mal, dass wir ohne ihn durchkommen. Komm schon, nutz die Synergie. Triff mich mit deinem besten Angriff. 107 Panzern. Das hätte besser laufen können, aber es war ein guter Anfang. Saubere Leistung, Bändiger. Naja, wir haben halt noch keine Temtem mit Synergie. Man könnte an der Stelle schon welche haben, wenn man beispielsweise Crystal mitgenommen hätte. Haben die halt nicht, ne? So, wir packen Loali da rein und dann noch Tateru. Und dann wird's langsam kritisch hier, Freunde. Glücklicherweise müssen wir nicht mehr allzu viel kämpfen. Da hinten ist noch was. Ist hier? Da sind doch Kisten drin, guck mal. Oh, ne! Tatsächlich ein Kampf hier, ein Zufallskampf gegen einen Piggypig. Ich habe ja nicht vor, eins zu benutzen. Wir haben auch schon mal eins gefangen. So, wir greifen an mit Urushiol auf den und machen dann hier schwerer Schlag. Er ist ja glücklicherweise nur Level 7, ne? Awesome! Er benutzt Verwirren, das heißt, der nächste Angriff auf ihn geht daneben. Ist also egal, was wir hier an der Stelle machen. Ich mache trotzdem mal das hier, damit der nächste Angriff auch trifft. Machen nochmal schwerer Schlag hier. Na, Urushiol ging daneben wegen Verwirren. Und jetzt schwerer Schlag. Trifft. Awesome. Ja, Verwirren kann er auf sich selbst machen oder auf einen Verbündeten. Und der Verwirren auf sich hat, kann eben eine Runde lang nicht attackiert werden. Na, dann geht der Angriff daneben. Weil er uns verwirrt praktisch. Na, das muss man so rumsehen. Zweimal Mini-Kristall, das ist cool. Schillernder Staub, funkeln, funkeln. Kann zu einem guten Preis verkauft werden, das ist super. Das ist also ein bisschen extra Kohle für uns. Und da haben wir noch hier Silikonfragment. Können ebenfalls zu einem guten Preis verkauft werden. Ich dachte, da hinten nur ein Händler wäre, bei dem wir das verkaufen könnten. Aha, das ist also noch Work in Progress. Also wird doch dran gearbeitet. Malachit. Feinste Möbel von denizianischen Kunsthandwerkern. Ach ja, das ist wahrscheinlich ein Händler, der Möbel verkauft. Denn es gibt ja auch Housing hier in diesem Spiel. Das bedeutet, wir können unsere eigene Wohnung einrichten und so, ne? Ah, das ist cool. Ich freue mich schon darauf, mal mir eure Wohnung anzuschauen, euch einzuladen in meine Wohnung. Das geht bestimmt auch. Stavros schreibt, Entschuldigung, weißt du, wann Malachit öffnet? Tut mir leid, keine Ahnung. Oh, na gut. Ich warte einfach noch ein paar Minuten länger. Warte noch ein paar Minuten länger. Das kann auch viele Minuten dauern. Das Spiel ist ja nur zu 50% fertig, aber er macht jetzt schon zu 100% Spaß, Freunde, ich sag's euch. Hier müssen wir durch. Oh mein Gott. Atmen wir tief durch. Da ist nichts, da hätte man hochklettern können, ne? Okay, ich bin vorbeigekommen, das ist schon mal sehr gut. Ah, da, ich habe schon gedacht, der Kim. Oh nein. Nein, 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 ich will nicht. Okay, wir gehen, komm. Wach auf, du, wir haben Gesellschaft. Hm, was? Mach dich bereit, besiegt zu werden. Von uns beiden. Halt die Klappe und hör auf mich. Lass uns deine Temtem sehen, Fremder. Kämpfe gegen sie, kämpfe gegen... Ich kämpfe gegen euch beide. Aber sicher wirst du das. Temtem, los, Fremder. Lass uns loslegen. Ja, im Englischen sagen sie Temtem ab. Und im Deutschen besetzen sie das dann mit Temtem los. Laoli, Tateru. Und wir haben hier als Gegner Parak und ebenfalls ein... Ach, Laoli sag ich mal. Loali heißt es natürlich. Windlinge bringt nicht viel. Wir machen hier Urushiol. Auf den da, weil es sehr effektiv ist, ne? Der ist ja eben auch Natur. Und dann machen wir schwerer Schlag ebenfalls auf ihn, damit wir Loali schon mal schnell los sind. Der macht Schüchterschild, um seine Verteidigung zu erhöhen. Das ist in Ordnung. Urushiol,
doppelter Schaden. Und schwerer Schlag ist nicht ganz so effektiv, weil er seine Verteidigung erhöht hat. Ist aber ein sehr starker Angriff. Und deswegen hat es noch gereicht. Super. Oh mein Gott, wir haben 4 Tempter. Wir müssen uns wahrscheinlich zwischendurch heilen. Loali ist immerhin schon mal Stufe 12. Sehr nützlich. Kaku, mach dich bereit. Okay. Er geht auch schnell down durch Urushiol. Deswegen machen wir hier auch nochmal das Gleiche. Schwerer Schlag muss nicht sein. Wir machen mal Nagen. So. Um ein bisschen Ausdauer zu sparen, ne? Wisst ihr, müsst ihr nicht immer die stärksten Attacken spammen. Sehr gut. Parak ist zwar stark und gefährlich, aber ich will die Überzahl verhindern, ne? Wisst ihr? Gucken, was jetzt kommt. Puki! Auch der kann mit Urushiol ganz leicht weggepustet werden. Deswegen verfassen wir ihm das noch einmal. Kriegen wir Schaden? Nein, kriegen wir nicht. Okay, ist zum Glück eine sehr sparsame Attacke. Und hier machen wir Kratzen. Das sollte ausreichen. Urushiol, sehr gut. Ne, seht ihr, der Gegner ist schon angeschlagen. Jetzt gibt es ja einmal Kratzen. Und dadurch haben wir gut Ausdauer gespart und können euch auf Parak ordentlich draufkloppen. Er benutzt Hypnose. Damit schläft jemand ein von uns. Und es ist Tateru, der einschläft. Okay, pass mal auf. Ich wechsle jetzt mal hier aus. Und wechsle unser eigenes Parak ein. Und, ja, hier, Tateru soll sich mal ausruhen, solange er schläft. So, Loali geht zurück. Dafür kommt unser Parak, denn der kann ebenfalls Hypnose. Und das würde ich gerne mal aktivieren auf den. Er macht Starren, okay. Das schwächt unsere Abwehr für Tateru. Das ist völlig in Ordnung. Tateru oder Tateru, ne, wie er das ausspricht, überlasse ich ebenfalls euch. Und wir schlafen nicht mehr. Jetzt passt mal auf, wir machen jetzt mal Hypnose auf den da. Und dann machen wir hier schwerer Schlag, nachdem wir uns ausgeruht haben. Und zuerst kommt schwerer Schlag. Sehr gut. Und dann kommt hier, oh mein Gott, er macht Windlinge. Ah, okay, es hat noch Schaden auf Tateru. Also dem sein Parak ist schneller als meins. Wir machen jetzt aber Hypnose. So, Parak ist nicht betroffen. Ah, der hat aufgekratzt. Deswegen kann er nicht eingeschläfert werden, verstehe. Okay, wir machen Picken und schwerer Schlag. Das sollte reichen. Außer der macht ebenfalls Picken. Jawohl, sehr gut. Harter Kampf, Freunde. Harter Kampf. Wir müssen auf jeden Fall ein paar Salben kaufen. Es ist nicht gerecht. Und wir haben 111 Panzern gewonnen. Wunderbar. So, hier links eine Quest, ne, wie wir vorhin sehen konnten. Das ist der hier. Kann ich mit beiden reden eigentlich? Was ist das hier? Das ist die Icarus-Spitze. Aha. Bungee-Springen verboten. Ich würde gerne Bungee-Springen darunter. Was bist du denn für einer hier? Wow, schau dir das an. Was denn? Das Haus? Ja, wir sind so weit darüber. Es ist gruselig. Stell dir vor, dieser Überhang würde einfach abfallen und herabstürzen. Das macht mich ganz schwindelig. Ja, das wäre doch toll, oder? Direkt über dem Haus hier. Und so wirklich gewesen. Und der hat eine Quest für uns hier. Das ist Daedalus. Hallo Fremder, was bringt dich hierher? Ich bin nur auf der Durchreise. Auf dem Weg nach Arisola, vermute ich. Dann lass dich nicht aufhalten. Was ich anbiete, ist für dich vollkommen, ist für dich wohl kaum interessant. Okay. Die Aussicht bringt mich hierher. Ah, atemberaubend, nicht wahr? Manchmal sitze ich hier stundenlang und frage mich, ob die Hochobener genauso auf uns herabblicken. Jedenfalls bin ich immer an einem Perspektivwechsel interessiert. Diese kleine Erfahrung, von oben herabzublicken, ist wohl nur ein Hauch davon, wie es sein muss, von hoch oben herunterzuschauen. Natürlich bin ich nicht verrückt genug, irgendeinen Plan zu fassen, ins Hoch oben zu reisen. Keine Sorge, ich will nur ihre Perspektive verstehen. Stell dir vor, wir könnten... Was ist eigentlich das Hoch oben? Das würde mich auch mal interessieren. Stell dir vor, wir könnten unsere kleines Denise von den Wolken aus beobachten. Natürlich habe ich daran gedacht, ein Luftschiff zu mieten, um Fotos zu machen. Aber das wäre viel zu teuer und ich bin nicht mehr als ein interessierter Laie. Aber du könntest mir helfen. Wirklich? Du bist ein Bändiger, oder nicht? Wir könnten ein ordentlich trainiertes, fliegendes Temtem nutzen. Würden wir ein Temtem brauchen, das stark... Achso. Aha, Moment. Wir würden ein Temtem brauchen, das stark genug ist, um eine Kamera zu halten und gut genug dressiert, um uns genau die Schnappschüsse zu liefern, die wir wollen. Ja, das wäre ja mal cool. So eine Temtem-Drohne. Denkst du, du könntest helfen? Ich würde dich wirklich für deine Mühe entlohnen. Aber ja, für die Wissenschaft. Wunderbar. Lass mich deine Tempedia sehen und schaue nach, welches Vögelchen in Frage kommen würde. Klar, guck doch mal rein hier. Mein junger Assistent, lass uns zur Tat schreiten. Lass mich einen Blick auf deine Tempedia werfen. Gleich dieser. Nein, lieber dieser. Ja, ganz sicher, dieser. Bring mir das hier. Banshee. Banshee? Ja, genau. Was wir brauchen. Stark und intelligent. Es muss unseren Anweisungen genau folgen. Nicht nur stur nach oben fliegen. Bring mir einen Banshee. Okay. Übrigens, Banshee, manche sagen Barnsch.
Ich spreche es Banshee aus, weil es sich zusammensetzt aus Barn, also das ist eine Schleiereule, und eine Banshee, ne? Oder einer Banshee. Ist ja so ein heulender, kreischender Geist, ne? Oh, Trainerkampf! Dilek, guten Tag, Mitbändiger. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Ist es dein erstes Mal hier? Wie gefallen dir die Thalassischen Klippen? Sie sind bezaubernd, nicht wahr? Die beste Medizin gegen das stressige Stadtleben. Lass sie uns vollkommen genießen, ja? Mit einem Kampf. So hatte ich das nicht gemeint und sie schickt einen Saipat in den Kampf. Saipat kommt übrigens von Sai. Das ist diese okinawanische Waffe, die er hier in der Hand hat, ja, oder japanische Waffe, die ich übrigens auch benutzen kann aus dem Karate. Und das Pat steht für Pato oder so ähnlich. Ich glaube, Pato war es. Und das ist wohl Spanisch für Ente. Also Sai Ente. Und der ist mighty. Der ist Level 18. Wir sind Level 12. Ich würde sagen, wir machen Zärtlichkeit auf ihn. Um ihn ein bisschen zu schwächen. Denn der greift physisch an. Und er macht giftige Klauen. Oh mein Gott. Doppelten Schaden. Unser Loali wurde besiegt. Aber er hat sich selbst vergiftet. Auch nicht schlecht. Zärtlichkeit. Damit ist wenigstens seine Angriffskraft ein bisschen geschwächt. Okay. Als nächstes wählen wir mal hier unser Kaku, würde ich sagen. Die sind alle so angeschlagen. So, Kaku ist sehr wichtig. Wir machen mal hier Urushiol auf ihn. Perfekt. Und dann machen wir auf jeden Fall eine Salbe auf unser Kaku. Denn den brauchen wir unbedingt für den doppelten Schaden, ne, wisst ihr? Also, er macht Zorn, verstärkt damit seine Angriffskraft. Zweimal Angriffskraft gestärkt. Dafür zweimal Defense, also Verteidigung gesunken. Das ist mir nur recht. Damit machen wir wenigstens mehr Schaden auf ihn. Und er ist sehr, sehr schnell. Also machen wir nochmal Urushiol auf ihn. So, sehr gut. Versuchen es mal hier mit einem schweren Schlag ebenfalls obendrauf. Er macht wieder giftige Klauen. Oh, wieder doppelten Schaden. Unser Kaku besiegt. Das gibt's doch wohl nicht. Selber der Giftaffinität. Okay. Aber Tateru hat wenigstens guten Damage gemacht. Und er ist fast erledigt. Wir rufen jetzt mal hier Parak mit rein. Oh, wir kommen völlig verprügelt bei dem am Ziel an, so wie es aussieht. Machen wir mal hier Picken, da sind wir schneller. Und dann nochmal schwerer Schlag zum Abschluss. Parak benutzt Picken. Und damit haben wir das Saipat besiegt. Sehr gut. Aber alle unsere besiegten Temtem kriegen keine Erfahrungspunkte. Schlimm ist es nicht, weil wir kriegen trotzdem noch gute Erfahrungspunkte. Aber es wäre besser gewesen, wenn alle welche bekommen hätten. Du hast mich erwischt. Gut gemacht, Mitbändiger. Du hast 55 Panzern gewonnen. Awesome. Jetzt müssen wir aufpassen, wo der nächste Bändiger ist, der gegen uns kämpfen will. Oder sind wir schon am Ziel? Ich wäre so gerne am Ziel jetzt, Freund. Ich sag's euch. Hier rechts ist nichts mehr. Ganz vorsichtig. Ah, jawohl. Hier, Kisten. Guck mal. Einmal Äther Plus. Sehr gut. Was haben wir hier? Einmal Salbe Plus. Traditionelle Heilsalbe Omnesiens. Hergestellt aus Dschungelwurzeln. Regeneriert 70 LP. Ja, Omninesien. So rum. Oder im Englischen Omninasia. Omninesien ist quasi diese... das hier alles, ne? Diese ganzen Inseln, diese ganze Welt, in der wir uns befinden, heißt Omninesien. So. Und wir sind angekommen in der Stadt Arisola, Freunde. Königin der Huthöhe. Und das Erste, was ich mache, bevor ich jetzt irgendwo anders hingehe, ist hier reingehen und uns heilen. So. Wenigstens sind wir angekommen. Ziel, das ist schon mal super. Und dann gucke ich nochmal ganz kurz links um die Ecke, ob da noch irgendwas ist. Ich zeige euch gleich, was ich meine. Ihr wisst bestimmt schon, was ich meine. So, gehen wir noch ganz kurz auf Team und tauschen mal unser Team aus. Wir machen mal Smasie nach oben hier. Sehr gut. Und Uwei. Die beiden bleiben auch sehr lange in unserem Team. Die zwei, die sind echt cool. Vor allem werden die später noch richtig stark. Läuft ein Ausrufezeichen drum, eine Quest. Aber nehmen wir jetzt nicht an. Hier links, ne? Da will ich nochmal ganz kurz gucken, was sich hier befindet. Aha, da ist noch jemand. Sehr gut, ich habe schon was nach gedacht. Paharo Aficionado. Willkommen in der Paharo-Schlucht. Der beste Platz, um Windtempten zu fangen und sowas. Pass einfach auf, wo du hintrittst. Es ist ein sehr tiefer Fall. Das ist die Paharo-Schlucht? Ja, das ist sie. Früher hatten alle Paharo hier ihre Nester. Aber dann kamen die Bändiger, um sie zu fangen. Heutzutage findest du hier mehr Bändiger als Paharo. Sie nisten nun in den felsigen Spitzen über Turquesa. Versuch mal, die hochzuklettern. Was ist dort unten?
Ein langer Fall und ein abrupter Stopp. Ich schätze, du könntest überleben, wenn du genug Glück hast, im oberen Indigo-See zu landen. Aber denk nicht mal daran, es auszuprobieren. Bleib lieber sicher, behalte festen Boden unter den Füßen und kämpfe mit deinem Temtem. Viel sicherer. Dann lass uns kämpfen. Das meine ich. Eine spektakuläre Kulisse für einen spektakulären Kampf. Temtem, los! Und weil es hier die Paro-Schlucht ist, setzt sie natürlich zwei Paharo ein. Völlig klar. Aber den Kampf nehmen wir doch mal mit zum Abschluss hier. Und sie hat drei Temtem insgesamt. Wir machen mal hier Tritt auf ihn. Sehr gut. Und dann machen wir hier Picken ebenfalls auf ihn da. Wunderbar. So, die machen Starren. Senkt unsere Verteidigung von unserem Paharo. Nein, von unserem Tuwai. Das ist aber völlig in Ordnung. Und dann noch einmal starren, das trifft wahrscheinlich Smazi. Nein, wieder. Oh mein Gott, die haben die Verteidigung von Tuwai zweimal gesenkt. Okay, als nächstes machen wir Karateschlag. Voll in Paharos Gesicht, auf den Schnabel und schrilles Kreischen auf beide. Das sollte einen von denen besiegen, weil Glück haben sogar beide. Weil Tuwai mittlerweile ordentlich reinhaut. Bam, wunderbar, beide besiegt. Dank Spielverderber, ein echter Spielverderber, dieser Tukan. Und jetzt kommt hier ihr letztes Temtem. Das ist ein Paharak. Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Und der ist Level 14, der hat ein bisschen mehr drauf. Ich würde mal sagen, wir passen dem einen Tritt. Und dann machen wir nochmal hier Picken. Oh, der steckt ordentlich was weg. Ich will unbedingt einen Genki haben, Freunde. Ich werde hier offscreen ein bisschen farmen, ne? Dass ihr ja schon Bescheid wisst. Das mache ich dann... Also wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, ne? Wisst ihr? Dann habe ich hoffentlich ein bisschen stärkere Temtem. Und ein... Vielleicht sogar ein oder zwei neue. Mal gucken, was wir dann halt da haben. Oh, er macht Hypnose. Aber er wird sich ausruhen müssen eine Runde. Okay, wir machen nochmal Tritt hier. Hat erhöhte Priorität. Und dann machen wir Picken. Die schlafen eh erstmal. Was ist denn das? Auch nicht schlecht eben. Aber wir haben ihn besiegt. Aus dem Himmel getreten. Und Tuwai ist nicht mehr eingeschlafen. Es gab ordentliche Erfahrungspunkte. 270. Beide sind Level 13. Das freut mich. Wow, du hast mich geschlagen. Was für ein Paharak. 114 Credits. Und ich will mal hier vorbei hier. Dort. Oh, ich würde da gerne runter. Da ist noch ein. Guck mal, wie süß. Da sind zwei kleine Paharaks. Ne, ihr wisst schon. Paharas. Steht da eigentlich? Paharo-Schlucht. Bitte achte auf die Abhänge und passe auf Temtem und kleine Kinder auf. Na gut, ist hier irgendwas? Da ist ein Spieler, der heißt Burps. Also, es ist ein kleiner Running Gag übrigens. Ich muss dazu sagen, vorhin war da ein Spieler, der hieß Cookies mit 2 S. Und dann ist hier ein Spieler, der heißt Burps. Und das ist so mega geil, weil ich habe ein Nymphensittich, die heißt Cookie. Und man sagt, also Bird mit D geschrieben ist ja das englische Wort für Vogel, ne? Bird. Und man sagt eben so als kleine abwertende Bezeichnung zu Birds, sagt man Burps mit B, um sich ein bisschen über sie lustig zu machen, weil das solche, ihr wisst ja, ne? Unsere Haustiere beherrschen ja uns, ne? Wir sind ja quasi die Diener dieser großartigen Haustiere. Und gleichzeitig kämpfen wir jetzt auch noch gegen Piggypigs, das sind Flugschweine. Ja, und mein kleiner Lymphensittich, Cookie, ist eine kleine Flugsau. Es passt hier alles wunderbar zusammen, Freunde. Das als kleine Anekdote. Der Grund, warum ich hier noch einen Kampf gemacht habe, ist, um euch das eine zu erzählen und natürlich, um euch zu zeigen, womit wir es hier zu tun haben. Denn ich möchte gerne hier jetzt offscreen farmen und ihr wisst jetzt ungefähr, was das so für Kämpfe sind, die uns hier erwarten, ne? Okay, der eine macht Verwirren auf den einen. Wir greifen aber immerhin den anderen an. Und dann kommt hier schrilles Kreischen. Bei dem einen geht's daneben, aber den anderen treffen wir wenigstens. Sehr gut. Oh, wir müssen aufs Masier aufpassen, aber das ist nicht weiter schlimm, ne? Hier, komm, wir greifen den aber an. Machen hier Picken auf den da. Sehr gut. Zwei Prioritätsattacken. Das sollte ihn auf jeden Fall killen. Wunderbar. Jetzt der andere dran, der macht Verwirren auf sich selbst. Ach, der hat das Verwirren auf den anderen gemacht, deswegen ist es gescheitert. Also Karateschlag und schrilles Kreischen wieder einmal. Das ist der stärkste Normalangriff, den wir haben mit Tuwai. Awesome! Ich weiß ja nicht, ob Genkis hier schon spawnen. Ich glaube, die spawnen hier noch nicht, aber ich werde trotzdem ein bisschen hier jagen gehen. Ui, jetzt wollte ich doch gerade die Episode beenden und dann kommt hier eine Omi auf mich zu. Das ist ja unglaublich! Was nun? Darf eine alte Dame nicht in Ruhe die Stille genießen? hey, beruhig dich mal!
Ihr jungen Störenfriede habt keinen Respekt. Tja, denkst du, du kannst dieses alte Mädchen im Kampf besiegen? Natürlich denkst du das. Ich bringe dir ein paar Manieren bei. Zücke deine Temtem, Jungspund. Ich wollte ja eigentlich Fabian, hat die Episode schon beendet und dann ist mir die tatsächlich entgegengekommen hier. Und ihr seht dann quasi das Ende der Episode gleich. Ich habe diesen Kampf jetzt nochmal hier schnell mit reingeschnitten. So, ne, ganz heimlich. Wir greifen mal an. Oh, die sind Level 14 beide. Die hat es da richtig drauf, die Oma. Okay, greifen wir Tateru an und machen dann Gatling-Feder ebenfalls auf den, dass wir ihn schnell loswerden. Meins. Der macht Kratzen. Gar nicht mal so schlecht. Noch einmal Kratzen. Ebenfalls nicht schlecht. Ist ja schon sehr stark, ne? Gatling-Feder hat schon ordentlich Schaden gemacht. Wir machen jetzt mal Karate-Schlag auf ihn. Und dann machen wir schrilles Kreischen auf beide. Sollte ja Tateru ausschalten und ordentlich Damage machen auf Piggypig. Das Spiel steckt voller Überraschungen, Freunde. Ich hab die auch vorhin da gar nicht stehen sehen. So. Dann machen wir jetzt mal einen Tritt auf den. Und verpassen ihm mal hier gar nichts. Wir tauschen mal hier aus. Und zwar würde ich sagen, wir wechseln mal Loali ein hier. Wunderbar. Aber ihr scheint noch größtenteils nur Piggypig zu sein, ne? Also ganz egal, was. Ich habe bisher nur gegen Piggypig gekämpft. Deswegen lohnt es wahrscheinlich gar nicht so sehr, hier irgendwie zu kämpfen. Oder zu farmen. Ich glaube, dann gehe ich einfach direkt weiter. Ich versuche ja Gankys zu finden, ne? Diese kleinen Blitzbienen, die will ich gerne haben. Die sind echt mega cool. So, noch diesen Tritt hier. Awesome. Piggypig wird ohnmächtig. Ja, ich wollte euch diesen Kampf auf gar keinen Fall vorenthalten, Freunde. Ach du liebes Bisschen, das war eine vernichtende Niederlage, nicht wahr? Ich gebe auf, Yuga Bändiger. 50 Credits und die sieht ein bisschen angepisst aus. Und wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, Freunde, dann schauen wir uns ganz in Ruhe Arisola an und gucken mal, ob wir dann vielleicht schon an der Arena teilnehmen können, denn die soll ja hier sein, ne, mit der Sophia und so. Also, vielen, vielen herzlichen Dank, Freunde, fürs Zuschauen und hoffentlich bis zur nächsten Episode. Tschüss.